Also kürzlich habe ich ja gezeigt, was passieren würde, wenn man senkrecht hier nach unten bohren würde. Und dann würde man auf der anderen Seite mitten im Meer auftauchen mit einzelnen winzigen Inseln. Und dort sind gewisse also ich meine so Figuren. Also gut, hier könnte man auch erzählen, wie die Schrift erfunden worden ist. Ja, man hat sie natürlich gefunden, draußen in der Natur. Genau gleich mit der Sprache. Dirk Becker hat einmal erzählt, ich glaube Darwin habe erzählt, er gehe davon aus, dass die Sprache erfunden worden sei, wie eine Mutter ihr Baby in den Schlaf wiegen, singen wollte. Also eine wunderschöne Arbeit hier. Jetzt bin ich also ganz oben und ich gehe jetzt wieder hier runter.